So, jetzt zeige ich mal, wie man EEPROM ausliest, ein serielles EEPROM. Ich habe hier auf Pin 8, am Pin 8 hier ist Masse, also Pin 8 hier geht hier, ups, Pin 8 hier geht auf Pin Minus, Pin 16 hier, also Pin 16 lasse ich mal über 100 Ohm auf Plus gehen, 100 Ohm vorsichtshalber, also Pin 16, 100 Ohm auf Plus, Pin 8 auf Minus. Dann Pin 1, 2, 3, 4, 5 und genau, Pin 1, 2, 3, 4, 5 über Widerstände auf Minus. Die Widerstände sind die Schalter quasi, womit man das Ganze kodiert. Also, Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4 und Pin 5. Alle 5 auf Minus. Wobei der fünfte Pin ist der Enable-Pin. Der bleibt immer auf Minus und mit den Vieren, das sind die 4 Bits. Also 1, 10, 100, 1000. Das wären die 4 Bits dafür. Dann an die anderen Pins jeweils Leuchtdioden auf Plus, und zwar so gemacht, dass der Pluspol von der Leuchtdiode auch auf Plus zeigt und da auch auf Plus zeigt. Das heißt Pin 15, 14, 13, Pin 11, Pin 10, Pin 9 und Pin 7 und 6, jeweils über Leuchtdioden auf Plus. Ich bin jetzt auf Adresse 0. Genau, Plus ist das längere von der Leuchtdiode, also von hier auf Plus. Okay, dann leuchten die ersten drei. Das wäre jetzt Adresse 0. Die Widerstände gehen hier alle von den Pins auf Masse, auf Minus. Ach ja, und Pin 11 muss auch auf Minus gehen, auch über Widerstand auf Minus. Ja, Pin 8, 9, 10, 11. Pin 11 auch über Widerstand auf Minus. Gehen noch mal ganz kurz. Pin 8 ist Minus. Also Pin 8 hier ist Minus. Ich glaube ja Pin 1, Pin 8 Minus. Pin 16 ist über 100 Ohm Widerstand auf Plus. 15, 14, 13, 11. Das waren 15, 14, 13. Das wären die drei. Dann Pin 12 ist auf Minus, Pin 11 Leuchtdiode, Pin 10, Pin 9 Leuchtdiode, Pin 8 auf Minus, Pin 7, Pin 6 Leuchtdiode, Pin 5, 4, Pin 3, Pin 2 und Pin 1. Okay. Wenn alle Widerstände auf Masse sind, das ist die Adresse 0. Also ich schreibe das mal auf. Ich schreibe die Leuchtdioden, die zähle ich mal von hier an, 1, 2, 3, 4 und die beiden noch. Schreibe ich mal drauf die Adresse 0, also 0, 0, 0, 0 und die Bit 1, 2, 3, ups, 1, 4, 5, 6 und 7 und 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt bei 0, was will ich leuchten? Die erste leuchtet, also 1. Und 2, 3, 4 leuchten nicht, also 0, 0, 0. 5 und 6 leuchtet, also 1, 1. Dann gehe ich mal Reihe um. 7 und 8 ist aus, also 0, 0. Hätte ich schon mal die Adresse 0. Okay, jetzt die Adresse 1. 1, dazu nehme ich den ersten Widerstand und stecke ihn von Minus auf Plus um. Es ist die Adresse 1. Hier leuchten schon mehr. Das wäre 0001. Also das erste habe ich auf Plus umgesteckt. Und hier leuchtet das erste, das zweite, das dritte. Also 1, 1, 1. Genau, die ersten drei leuchten, also 1, 2, 3, 4 und 5 nicht, also 0 und 0. Die letzte leuchtet, ist eine 1, also die Nummer 6. Und die 7 und 8 leuchten auch eine 1 und eine 1. Dann habe ich hier 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Genau. Also genau wie hier, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ich bin jetzt bei Adresse 1. Jetzt muss ich zur Adresse 10, also nochmal 0, 0,
1-0, Adresse 10. Das heißt, das wäre der erste Widerstand, der zweite, der dritte und der vierte. Der erste muss auf 0, der zweite muss auf 1 und die beiden anderen auf 0. Das heißt, den stecke ich jetzt wieder auf Masse zurück, den hier auf Minus und den zweiten jetzt auf Plus. Okay, ich habe den auf Minus zurück und den zweiten auf Plus. Das wäre Adresse 10. Und dann leuchtet die ersten zwei Leuchten, also 1-1. 1-1. Dann die nächsten zwei Leuchten nicht, also 0-0. 3 und 4 ist 0. Die zwei hinteren Leuchten, also wieder 1-1. 1-1. Und die letzten zwei hier leuchten nicht, also 0-0. Okay. Dann Adresse 0-0-1-0. Dann 0-0-1-1. Und dann 0-1-0-0. Ups, 10 hatten wir schon. Also 1-10-11-100. 0-1-0-1. 0-1-1-0. 0-1-1-1. Und dann 1-0-0-0. Okay, machen wir mal so weiter. Also, das hatten wir schon. Fangen wir mal bei 0-0-1-1 an. Und zwar 0-0, das sind die beiden. 0-0 und dann 1 und den ersten wieder auf 1. Genau, 0-0-1-1. Also 1 liest sich hier immer von rechts nach links. Pin 1, also Pin 1 ist auf 1, Pin 2 ist auf 1, Pin 3 auf 0, Pin 4 auch auf 0. Also Pin 1 vom Chip auf 1, also auf plus 5 Volt. Ups, kein Kurzschluss machen. Also Pin 1 auf plus 5 Volt, Pin 2 auf plus 5 Volt und die anderen zwei auf 0 Volt. Dann habe ich hier jetzt 1-1-0-1-0-1, also 1-1-0-1-0-1-0-1. Genau, also 1-1-0-1-0-1-0-1. Okay, ja, 1-1, weil die zwei leuchten ja, dann 0-1-0-1-0-1. Okay, und so weiter. So macht man die ganze Tabelle durch. Und die Tabelle, also 1000, nach 1000 kommt 1-0-0-1, 1-0-1-0, 1-0-1-1, dann 1-1-0. 0, dann 1101, 11110 und 1111. Die Adressen fehlen noch. Ja. Also einfach nur die Bits alle rausschreiben und da weiß man, was in den Bits drin ist. Und weil die Leuchtdioden alle auf Plus sind und auf Minus nicht laufen, weil ja der Chip nur Transistoren, die Pins nur auf Masse ziehen kann und nicht auf Plus, müsste man die Bits jetzt noch invertieren. Das heißt, aus einer 1 wird eine 0, aus einer 0 wird eine 1. Und dann hätte man erst den korrekten Zahlenwert. Wobei auch nicht ganz. Ich habe hier die Bits so aufgeschrieben, wie sie kommen. Und die Bits so aufgeschrieben, wie sie kommen, die stimmen auch nicht ganz. Weil D0 ist Pin 15, D1 ist Pin 14. Okay, das stimmt schon. Das wäre D0, dann D1, dann D2 wäre Pin 6. Pin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wäre der letzte, dann wäre das D3. Die Bits müsste man dann noch in die richtige Reihenfolge bringen. Aber es würde schon reichen, wenn ich das so habe, einfach nur so aufgeschrieben. Also Leuchtdioden von den Pins auf Plus, Widerstände auf Minus. Der Widerstand bleibt immer auf Minus, der letzte Widerstand bleibt auch immer auf Minus, also die beiden braucht man eigentlich gar nicht. Den da müsste man mitnehmen, falls man jetzt einen Chip hätte, der nicht 16, sondern 32 Adressen hat. Obwohl, so könnte man den auslesen. Dann die Leuchttürken leuchten teilweise nicht alle gleich hell. Das liegt am Chip, weil der Chip unterschiedlich durchschaltet und auch Toleranzen hat. Liegt nicht an den Leuchtdioden. Aber genau schauen, die Leuchtdiode ist entweder ganz aus oder sie leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, ist sie ganz aus. Wenn sie schwach leuchtet, zählt es als 1. Also immer als 1, wenn Licht da ist. Und wenn kein Licht da ist, dann immer als 0.
Und selbst wenn sie nur schwach leuchtet, wie die leuchtet schwächer, zählt als eins. Okay, ich hoffe, ich konnte dir helfen oder bekommst du das jetzt hin so.